Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, ich habe ein bisschen, es war ein bisschen mehr als ein bisschen, das Haus ein bisschen aufgehübscht, mal ein bisschen den Garten vorgeformt, damit wir mal so jetzt richtig schön spielen können. So, ich zeige euch jetzt mal, wir sind noch nicht ganz fertig, es sind ein neuer Mod drauf, der was das ganze Ambiente noch ein bisschen schöner gestaltet. Was ich machen wollte, ist eventuell da ein bisschen, dass es nicht immer so still ist. Mal gucken. So, wir haben, wie heißt es nochmal? Ich habe jetzt den Namen vom Mod vergessen. Auf jeden Fall irgendwas mit Beta. Ich werde eh mal eine Modliste zusammenstellen, dann könnt ihr auch selber euch das Modpack dann so zusammenstellen, wie es ich gerade habe. Ja, es macht einfach eben, dass hier normales am Gras halt auch Gras wächst. Schaut zwar vielleicht manchmal ein bisschen unordentlich aus. Im Wasser hat man hier so Seegras und Schilf und so weiter. Das macht das alles ein bisschen schöner. Ja, die Stämme sind abgerundet, wie sie normalerweise sein sollten. Das passt wirklich cool, weil das schaut dann jetzt hier auch richtig cool aus. Und ja, ich habe hier unseren kleinen Garten schon mal ein bisschen vorbereitet. Das war das, was ich gesagt habe, das ist halt dann so geheim. Also wir haben hier einen kleinen Bach durchlaufen, der entspringt hier. Ich habe hier einen Zaun rumgemacht. Der wird irgendwann ausgetauscht aus einem von Carpenters. Nur jetzt habe ich dabei nicht so viel Holz, dass ich da sage, ich tausche jetzt alles aus. Ja, hier entspringt der Bach, bewässert hier unser kleines Feld, rinnt dann in diesen kleinen See und vom See hinaus ins das Meer. Ja, ins Meer hinaus. Ja, das wird dann auch noch ein bisschen hübscher gemacht und so weiter. Hier wird vielleicht noch Sand hineinkommen und so weiter und so weiter. So, hier brauchen wir dann noch eine Brücke. Hier werden wir eins tiefer graben. Dann wächst hier auch nichts. Genau. So, ich wollte jetzt ein bisschen Holz farmen gehen. Und zwar brauchen wir Birke für den Baum. Es ist halt blöd, dass wir noch keine Chisel haben. Aber heute werden wir angehen, die Sachen zum Mischen von den Rohmaterialien. Das schaut richtig cool aus mit den Stämmen. Schauen sie eigentlich hier normal aus, ja. Nur wenn ich sie platziere. Ja, cool. Cool, cool, cool. Ja, und das verbindet. Das haben sie jetzt neu gemacht, dass sich das verbindet. Das war letztens noch nicht. Cool. Richtig cool. Sicher fallen so ein paar Möglichkeiten nachher weg, wenn man das so macht. Aber ich finde es recht schön so. So. Auch die Blätter hier haben einfach noch ein paar Blätter herausstehen und die Blätter fallen runter. Es ist einfach schöner. So. Noch ein bisschen, dass man endlich den Boden war jetzt. Ja, toll. Weil jetzt, achso, gut. Weil jetzt haben wir natürlich in unserem ganzen Haus schön Gras wachsen. Da mal schauen, dass wir das ändern. Wir werden jetzt dann noch so eine kleine Baumschule auch noch anpflanzen. Und ja, dass wir halt von jedem Baum einmal ein bisschen was haben. Blub, 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 blub. So. Wir werden auch schauen, dass wir hier da immer wieder den Wald ein bisschen nachforsten, damit das alles nicht irgendwie irgendwann ein kahles Feld wird, weil ich möchte diesmal schauen, dass wir hier schön bauen sozusagen. Ne? Auch die Landschaft. Ich werde es nicht wieder mit Carpenters Blöcken, weil es ist auch durch den Mod, ihr seht, die Grasblöcke, wenn sie nur einen Unterschied haben, wird die Seite auch zu Gras, finde ich, schaut da wirklich viel cooler aus und auf jeden Fall schöner. So, jetzt machen wir noch innen den Boden fertig und dann gehen wir es an. So. Schaufel mal da. Jetzt habe ich vorher meine Schaufel repariert. Ich glaube, ich habe 5 Flints gebraucht, damit ich das überhaupt reparieren konnte. Ja. Sehr gut. So. Vom Swex habe ich auch wieder ein paar Updates drinnen. Mal schauen, ob das funktioniert hat. Mariculture, perfekt. Super. Super, super, super. Fast alles perfekt. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Wenn wir uns dann so Tauchausrüstung craften. Fische mehrere, cool.
Cool, cool, cool. Ja, können wir jetzt dann so richtig... Wie gesagt, wir werden hier unser kleines... Dorfleben nicht jetzt, aber unser kleines Siedlerleben führen. Ganz allein. Vielleicht kommt mal irgendwer vom Instant Gaming Team dazu, mal gucken. Weil es ist eben ein Singleplayer, ich spiele auf keinem Server. Ist mir immer am liebsten, weil da kann ich leichter was ändern, als wird es immer über einen Server. Weil dadurch, dass ich meine Modpacks eigentlich immer modifiziere, funktioniert das sowieso nie. So wie ich das haben will. Ich kämpfe immer ein halbes Jahr, bis das so zu meiner Zufriedenheit ist, aber ja. Ja, hier habe ich so ein kleines, so einen kleinen Wandschrank, so einen Raumtrainer gebaut. Hier haben wir von Storage Drawers so ein paar Schubfächer. Haben wir jetzt einmal drin Kies und Aluminium, Kupfer und Aluminium. Hier oben Bücherregal. Ups. Jetzt mal die ganzen Bücher reingestopft, die wir haben. Und hier kommen dann die ganzen Gussformen und so weiter rein. Ja, na, das mit dem Hunger, das ist langsam, was haben wir hier? Sehr gut. Calamari Fritti. So, da haben wir hier noch eine Kohle rein. Hier und macht da. Kann man den nicht. Koch den. Was kann ich daraus machen? Aus den Häppchen. Ah, achso, für sowas ist das. Okay. Okay, und dann kochen wir nicht. Aber wir haben irgendwo noch anderen. Bild ich mir ein. Nö. Das werden wir entcraften. Dann können wir uns lecker Brot herstellen. Ups. Und dazu eine Kartoffel. Hier möchte ich gern noch ein bisschen davon reinschmeißen. Essen wir mal zwei Stück Brot. Und dann eine Kartoffel. Okay, die bringt... Ja, wir müssen uns hier dann richtig, wirklich gutem, großes Essen zubereiten. Ein Mahl oder so irgendwas, müssen wir mal gucken. Was haben wir hier? Es regnet. Das setzen wir hier hin. So. Ja, hier, die Brücke wird auch noch dauern, das wird auch noch dauern. So, dadurch, dass es jetzt eh regnet, werden wir jetzt mal mit dem Schmelzen beginnen. Ich habe noch Türen überall reingebaut, da gehören noch überall die Druckplatten. Gut, alles ist soweit hier. Als erstes nehmen wir vielleicht die Dinger wieder raus. Ah. Okay. Das ist halt jetzt so ein großer Faktor halt, ne, mit dem wie heißt's? Im Abenteuermodus. Jetzt können wir halt darauf nicht zugreifen. Ist so, müssen wir irgendwie anders dann schauen, wie wir das dann machen werden. So, auf jeden Fall brauchen wir jetzt mal werden wir Kupfer überspringen. Ups. Und gleich auf Bronze gehen. Das ist die Frage. Hat Abbau Level Zinn. Ich glaube Bronze, nein, brauchen wir Zinn. Warum brauchen wir Aluminium? Ah, ich weiß es. Dürfte man halt den Namen nicht immer vergessen. Nur Aluminium. Dafür brauchen wir das. Genau, Kupfer und Aluminium. Hauen wir mal ein Aluminium rein und drei Kupfer. Und dann warten wir mal ein bisschen. Gut, dabei können wir die Steinformen herstellen. Ups. So, wir brauchen mal ganz wichtig Spitzhacke. Das ist so mal das Wichtigste. Und das Binding stellen wir auch aus einem besseren Material her. Dann haben wir noch die Axt. Die Schaufel und dann hätte ich noch gerne kann man aus dem egal, dann machen wir halt, haben wir noch welche da? Ja, dann machen wir schnell die Form, weil dann verschwenden wir das auch nicht. So.
Sehr gut. Jetzt hätten wir alle Formen. Was ich noch gern hätte, wäre ein... genau, eine Mülltonne. Brauchen wir 3 Cleanstone. Ich glaube, wir haben noch irgendwo welchen. Ach, perfekt. Eine Kiste, die machen wir jetzt nicht gerade aus Fichte. Nehmen wir die Eiche. Zack. Und zack. So, dann haben wir auch eine Mülltonne, die wir hier herstellen. Und der schmeißen wir dann nachher. Obwohl, es wird, glaube ich, eh... Es geht, glaube ich, eh kaputt. So, dann haben wir nochmal Aluminiumkies dazu. Und einen Barren bräuchten wir. Haben wir noch einen? Ja, haben wir. Und jetzt hätte ich noch gern ein Stück Kohle. Glas. Kohle. Hier. Und machen uns jetzt noch einen Brick. Den brauchen wir auch für die Bricks nachher. Gut, dann fangen wir mal an. Zack, zack. So. Einmal. Ich glaube, es verschwindet eh. Genau. Zweimal. Hä? Also, ich habe, glaube ich, nichts reingelegt. Doch, das Binding. Wo ist denn das hin? Hm. Es ist kaputt gegangen. Schauen wir jetzt mal. Bei dem. Ups. Habe ich? Da ist es. So. Ich glaube, ich habe einfach nichts reingegeben. Es ist sich fast ausgegangen. Jetzt muss ich extra dafür nochmal Aluminium opfern. Aber macht nichts. So, und dann haben wir hier auch schon unsere schönen Formen. Das sieht dann hier auch schon richtig schön aus. Ha, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Draußen regnet. Jetzt müssen wir dann noch schauen, was für Glas wir verwenden. Da würde ich halt irgendwie gerne auf die Chisel warten. Und sobald wir die ein Eisen haben, dann schalten wir den Peaceful-Modus aus, weil dann wird es richtig lustig. So. Obwohl, das hätte ich jetzt wahrscheinlich gebraucht. Genau. Da lassen wir jetzt die restlichen Bahnen herunter. Na, Sapalot. Das Lager müssen wir dann auch noch beginnen. Dann müssen wir halt dann schauen, wie wir es mit denen machen. Oder ob wir überhaupt Barrels nehmen. Okay, passt. Das schmeißen wir auch dabei hier hinein. So. Gut. Jetzt können wir auf jeden Fall mal aufrüsten auf Kupfer. Das werden wir jetzt auch mal tun. Vor allem die Spitzhacke. Zack. So, Kupfer und die Schaufel. Weil wir ja die dementsprechenden, den dementsprechenden Kies brauchen. So. Zack. Jetzt können wir das mal aufwerten. Muss es repariert sein? Ja. Zeige ich eh jedes Mal. Die Schaufel wird lustig zu reparieren. So, machen wir mal die Spitzhacke, weil die ist gleich repariert und da... Okay, ist sich ausgegangen, Gott sei Dank. Gut, das heißt, jetzt haben wir Abbau-Level Stein. Auch die Modifier ist jetzt schon, die schon Level 2. Wir haben schon 2 Modifier drauf. Und jetzt machen wir da mal Kupfer dran. Und ihr seht, Abbau-Level Kupfer, der Rest bleibt gleich. Halt die Werte passen sich halt dem Kupferwerkzeug nachher an. So, und das gleiche mit der Schaufel. Die ist dann, da steht nämlich nur hier komischerweise Abbau-Level Eisen. Und da habe ich letztens auch ewig lang herumgetan und dachte, das gibt's doch nicht. Das ist doch Abbau-Level Kupfer, wie komme ich auf Abbau-Level Eisen? Aber die Schaufel spielt da ein... Okay, die braucht Zinn. Habe ich nicht Zinn, wo... Habe ich das nicht wo gehabt? Bilde ich mir jetzt ein. War das nicht beim Dorf? Wir haben ja doch Zinn markiert. Oder auf dem Weg zum Dorf. Hier habe ich schon kräftig abgetragen. Wüste. Ho. Wir werden mal in die Richtung marschieren. Bild mal ein. Irgendwo war Zinn. Zinn war extrem viel da. Ist auch schön hier. Habe ich wieder nicht mitgenommen. Oder nicht markiert. Eieiei.
Ich renne aber in die Richtung zu Hause. Ach Gott, da fehlt schon wieder die Hälfte. Ich weiß nicht, was das, warum das so ist, dass manchmal sich die Map zurücksetzt. Ich will jetzt eigentlich auch nicht Map wechseln, weil eigentlich die Journal-Map eigentlich einer der coolsten ist, finde ich. Sie ist zwar Aluminium, aber nehmen wir mit. War nicht bei uns am Strand, wo Kupfer? Tin? Bam, badam. So, was haben wir hier? Ist sicher auch wieder Aluminium. Ja, so viel brauchen wir von dem eigentlich nicht mehr. Sinnerz. Jetzt können wir wenigstens Kupfer abbauen. Ist ja schon mal was. Bauxit. Ja, Zinn ist klar. Und Kohle können wir auch endlich abbauen. Was haben wir hier? Das ist sicher Aluminium. Ah ja. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kupfer mit. Und Kohle möchte ich mitnehmen. So, unser Kohlebergwerk. So. Weil, dann brauchen wir nicht da unser Holz damit verschwinden. Und wir leveln gleichzeitig ein bisschen auch unsere Spitzhacke. Das ist Eisen. Zinn. Okay, das braucht auch Zinn. Upper Level Eisen. Ja, müsste eh passen. Jetzt geht das wieder los. Eisenkies. Okay, das war gar kein Zinn. Ah, das war Zinn. Alles klärchen. Das ist... Dann ist das Zinn, Aluminium. Das heißt, das müsste... Weil wir haben hier irgendwo Eisen. Weil wir haben ja hier Eisen genannt. Ich glaube, das hier. Genau. Hier bauen wir uns dann auch noch so ein kleines Bootshäuschen hin. Verstärkt. Ne? Die Schaufel, die ist mega. Die hat jetzt Haltbarkeit. Sie ist verstärkt. Die hat alles. Das ist die Mega-Schaufel. Ja, Schaufel geht eigentlich immer am besten. Oh ja, das ist sehr gut. Das ist natürlich ein Vorteil jetzt, dadurch, dass wir jetzt so viel Eisen haben, springen wir natürlich gleich zum nächsten. Das heißt, wir brauchen jetzt einmal Kupfer. Ich hätte mit der Spitzhacke nichts abbauen sollen. Wir brauchen jetzt mal Kupfer. Es ist halt am Anfang. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht die den Kies hat am Anfang, ist es halt schon ein bisschen schwieriger. Nur wir hatten jetzt relativ Glück, dass wir auch alles, weil jetzt kann ich dann gleich von Zinn wieder upgraden. Das ist halt dann ein Vorteil, den man nicht hat, wenn man jetzt die ganzen Kies suchen muss. Ne? Deswegen habe ich auch vom Anfang angeschaut, dass wir das da irgendwie vielleicht ein bisschen suchen. Wie viel Haltbarkeit hatten die? 644. Im Vergleich dazu, unsere Superspitzhacke hat nur 144. Sehr gut. Das heißt, wir werden jetzt auf Eisen aufleveln. Wie viel Kupfer ist da? Das ist einfach viel zu perfekt funktioniert das gerade. Das ist unser Aluminium, Eisen. Da können wir gleich eigentlich alles einschmelzen, genau. Wenn wir jetzt dann auf Eisen... Wo ist er denn? Da sind die Schaufelköpfe. Ich will den ganz normalen. Wo verstecken sich die normalen? Hier. Der ist dann schon Upper Level 10. Also da haben wir schon mal... Die Schaufel ist immer eins voran. Weil wenn wir jetzt angucken, den Spitzhackenkopf Eisen, der ist halt Eisen. Ist klar, aber wir können jetzt damit auch Eisen abbauen. Es ist halt wunderbar. Ich habe mir auch die Gießkanne für den Peaceful-Modus gecraftet, die eher irgendwie nicht gut ist. Die werden wir jetzt auch gleich austauschen, weil dazu benötigen wir Eisen. So. Gut. Jetzt ist die Frage, wir werden jetzt mal alles auf Eisen austauschen. Er kriegt auch das aus Eisen und dann will ich das auch noch haben. Er kriegt ein Binding aus Eisen. Und er kriegt die Axt aus Eisen.
besser gesagt eher wir. So, perfekt. Na bitte. Funktioniert ja alles schon mal ganz gut. So, unsere Spitzhacke geht jetzt auf Level Eisen. Können wir das Beinen gleich dazu? Nö, das funktioniert nicht. So, 200 Haltbarkeit ist jetzt auch nicht, obwohl die auch verstärkt. Jetzt kriegt sie durch Eisenverstärkung 1. Und wir sind jetzt auf Level Eisen und ein bisschen schneller sind wir auch noch. So, das Binding bringt uns eigentlich... Ah, das Binding war für die Modifier zuständig. Okay, dann schmelzen wir das wieder ein. Ups, dann machen wir das nicht und machen wir den Griff aus Eisen. Da machen wir das dann aus was anderem, aus Papier oder so, das ist halt dann, dann kriegt man mehr Modifier, obwohl es hier glaube ich relativ, außer man will jetzt spezielle Modifier, okay, das bringt uns 40 Punkte, aber egal. So, und jetzt möchte ich noch die Axt, dass wir endlich vom Kies weg sind. Ich hoffe, das geht sich aus, weil das ist unser letzter Kies. Gott sei Dank. Die müsste ich auch nochmal nachher umbasteln. Sehr gut. Haben wir die auch aus Eisen. Da bringt's. Also die ist jetzt auch schon Abbau Level 10. Ich weiß nicht, ob es bei Bäumen jetzt wirklich so viel ausmacht. Und die haben wir jetzt Abbau Level 10. Jetzt können wir gleich da draußen mal unseren Zinnerz abbauen. Und dann könnten wir gleich theoretisch wieder weiter. Ist Bronze. Ups. Bronze. Ist das höher als Eisen? Man glaubt es, glaube ich, kaum. Ja, ist Upper Level Redstone. Okay, die Schaufel ist Upper Level 10. Okay, jetzt wirklich... Da braucht man zum Beispiel... Ah, okay, die Schaufel müssten wir schon upgraden. So, und dann hätten wir 10 und wir könnten theoretisch gleich wieder weiter. Aber da wäre zumindest fein die Spitzhacke. Die Schaufel, glaube ich... Wir haben jetzt, glaube ich, das Maximum erreicht. Ich glaube, ja, Kobalt gibt es noch, aber das habe ich ehrlich gesagt kaum gesehen. Gold wird es noch geben. Gold wäre jetzt das Einzige, für was wir die Schaufel auf Bronze upgraden müssten. Aber die Schaufel wird ziemlich schnell kaputt und dann lassen wir die dabei auf Eisen. Und jetzt stellen wir uns noch ein paar Barren her. Na, die Erde, du brauchst da nicht drin sein. So. Gut, jetzt lassen wir uns dann noch ein paar Eisenbahnen runter. Es ist eigentlich ziemlich schnell gegangen, muss ich sagen. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht, dass das so super gut funktioniert. Aber es hat so gut funktioniert. So. Da werden wir es dann auch ein bisschen schauen. Da fangen wir dann an. Vielleicht kommt die Schmiede hier irgendwann mal raus und kommt in ein kleineres Gebäude auf unserem Farm. Auf unseren Farm, ja. Auf unserer Farm. Das werden wir dann alles nach und nach schauen, wie wir das dann dazu bauen. Die Eisenbüsche könnten wir anbauen. Hier unser kleines Fischer. Da werden wir, genau, da werden wir dann die ganzen Fische und so weiter her. Ja, es wird richtig schön, glaube ich. Hier muss auch noch der Weg hin. Wie gesagt, die Treppen werden dann irgendwann ausgetauscht. Hier haben wir unsere kleine Wolffarm. Züchten tun wir dann auch irgendwann einmal. Das lassen wir jetzt aber dabei noch. Wie gesagt, jetzt schauen wir mal, dass wir es zum Essen kriegen. Ja, jetzt mache ich das noch schnell fertig. Ich finde das richtig cool mit diesen runden Baumstämmen. Das gefällt mir. Ist auch schon richtig schnell unsere Schaufel. Weil die werden wir jetzt da auf Eisen lassen, weil ich glaube Eisen ist dabei etwas einfacher zum Herstellen als wie Bronze, weil das müssten wir immer mischen. Und so ist das einfach wesentlich einfacher, hier einfach Eisen hineinzuschmeißen und fertig. Der Boden wird auch ausgetauscht, das ist halt, wie gesagt, jetzt hätten wir die Chisel. dann werden wir da gleich anfangen mit den, ups, Gläsern und so weiter. Dass wir mal Glas haben und so weiter. Jetzt kann ich brauche eh das Holz. Ja, warten wir mal. So. Gut, jetzt hätte ich gern Glas und jetzt hätte ich gern eine Chisel. Bitteschön, danke. Was könnten wir denn herstellen? Ich wäre aber fast... Ich glaube, wir werden Scheiben machen. Warum habe ich eigentlich... So. Ich glaube, wir werden Scheiben machen.
Randlose Scheiben. Ich nehme mal die. Mal gucken. Ja, randlos ist schön und gut, aber... Okay, die gehen kaputt. Wie schauen die aus? Ich bräuchte die eingefärbten. Die sind viel schöner. Oder wir nehmen die. Ups. Chisel, my chisel. So, die da. Da bräuchten wir hellblau, ne? Hellblau. Ach Gott. Oder hellblau, oder machen wir weiß? Weiß wäre einfacher. Machen wir es mal so. Weil ich glaube, wir haben ein paar Knochen. Aber keine Glasscheiben mehr. Egal, stellen wir schnell welche her. Jetzt nehmen wir die waren das, glaube ich. Da gab's doch. Ich glaube aber, das waren schon die. Oder wir machen es ganz anders. Das können wir auch probieren. Das können wir auch probieren, indem wir Sand. Jetzt ist jetzt ein bisschen probieren angesagt. So, das schmeißen wir einfach da rein. So, jetzt fladere ich mal schnell aus meiner Kiste sowas. Leg das daher, leg das daher und leg das so her. Und wir haben eine Gießkanne. Die ist leer. Die andere schmeißen wir weg. Zack. So, die müssen wir jetzt einmal auffüllen. Und wir können hier schon gießen. Genau, mit der funktioniert das auch, dass man hier das Gras hier weiter wachsen lässt. Das funktioniert mit der anderen nicht. Ich habe es probiert. Die Wege werden wir auch irgendwann noch austauschen. Da lassen wir jetzt nicht nur Kies. Hier werden wir dann eine Brücke drüber zaubern und so weiter und so weiter. Es sieht richtig schön aus. Das möchte ich alles noch ein bisschen austauschen. Da müssen wir hier noch einen hersetzen. Hier auch. Und hier auch. Ups. So, jetzt begießen wir das alles noch, damit das gleich schön ausschaut. Super. Zack. Zack. Jetzt ist der wieder. Na bitte. Es wird, glaube ich, ein recht schönes Fleckchen hier. Warum ist denn das? Ah, deswegen. Deswegen. Ich verstehe. Jetzt haben wir hier schön einen grünen Berg. Hier haben wir auch noch so eine Tür. Vielleicht wenn wir hier einen Weg rauf. Hier hinten kommt ein Weg. Dann, ja. Wird recht schön, glaube ich. Das glaube ich schon. So, schauen wir mal. Toll, jetzt haben wir hier Riesenmengen Glas. Jetzt füllen wir da mal zwei ab, dann probieren wir das und dann war es das, glaube ich, auch schon für die heutige Folge. Wir sind, glaube ich, eh schon lange über die 20 Minuten. So kommt es mir zumindest vor. Kann man das eigentlich in Scheiben umverwandeln? Ich weiß gar nicht mehr. Nee. Kann man nicht. Kann man nicht. Es wird eh wie normales. Ich könnte es eigentlich probieren, weil es wie normales Glas behandelt. Mal gucken. Das hat halt wirklich kein... Da hat man halt nur den Rand und dann hat man halt in der Mitte klare, schöne Sicht. Ich wollte eigentlich Scheiben nehmen. Das erste Mal, dass ich, glaube ich, Scheiben nehmen wollte.
Und die gehen auch, glaube ich, nicht, die gehen auch nicht kaputt, wenn man sie, die auch nicht. Wunderbar. So, dann packen wir die mal weg. Wieder alles voll hier im Inventar. 4. Gott sei Dank haben wir das gleich so gebaut. Normalerweise baue ich ja das nicht so. Ich glaube, in den letzten Let's Play habe ich das alles nicht so gemacht, dass ich gleich ein Gussbecken mit hingesetzt habe. Lauter Stufen, nur Mist in meinem Inventar. Jetzt können wir uns auch einen Eimer machen. Ha, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Ich bilde mir aber ein, dass Glasscheiben mit denen nicht gingen. Doch. Tinkers Construct Glas. Obwohl das gar nicht so schlecht ausschaut. Obwohl es, glaube ich, nicht so gehört. Genau, das ist nur bei kleinen Gläsern. Aber das, das ist jetzt gar nicht mal so schlimm, finde ich. Obwohl, das ist, glaube ich, von der Ansichtssache, weil von außen... Ja. Da war, genau, da war was. Da war ja was. Okay. Ich werde da mal schauen, welches Glas ich verwende. Weil das ist halt wieder... Ich weiß nicht. Das ist halt so... Yeah. Aber ja. Gut. Dann sage ich auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Wenn es Fragen gibt, einfach in den Kommentaren schreiben. Wenn ich irgendwas wiederholen soll, einfach Bescheid geben. Ich werde auch den Boden austauschen. Und ja, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Ciao.